Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Runde, ein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit. Heute in einer, ja, ich sag mal Special-Variante, ich sag mal Prost, mit Lord of the Fallen. Warum nehme ich das Spiel? Weil ich dieses Spiel auf mein Special, was ich jetzt hier machen will, beziehe. Und zwar bezieht sich es eigentlich auf zwei Let's Player. Die haben Gemeinsamkeiten und die haben auch Unterschiede. Und ich mache das hier Free Flow. Ich wollte den einen eh schon mal mit einem eigenen Video ehren, aber irgendwie kriege ich da zur Zeit, muss ich mal tatsächlich sagen, so irgendwo von meinem Geist, das nicht auf die Kette, da irgendwas Besonderes hinzulegen. Deswegen mache ich das hier. Spielen und dabei dummes Zeug labern, das kriege ich immer hin. Soll nicht das Thema sein. Kommen wir mal so ein bisschen auf den Punkt. Ich spiele Lord of the Fallen, weil das zwei Spiele so ein bisschen vereinigt, die die beiden gerade am Wickel haben. A, es hat einen gewissen Diablo-Touch, was die Dreckigkeit angeht, was so die Kommentare von den NPCs und von den Spielercharakteren angeht. Also Diablo 3, um genau zu sein, der Grafstil ist auch nicht unähnlich. Und zweitens ist ein Spiel von Deck 13, was dem Soulsborne-Genre anbelangt. Das bezieht sich dann auf den anderen Let's Player. Also die, die gemeint sind, wissen, glaube ich, schon, sich angesprochen zu fühlen. Und zwar geht es um den Rimnir und den Naglfar. Die auch Ähnlichkeiten, was so die Namensgebung angeht, sind halt beides nordische Namen. So, und haben auch beide Ähnlichkeiten, was so irgendwo ihre Let's Play-Karriere angeht und doch wieder Unterschiede. Aber ich fange jetzt einfach mal das Spiel an. Wir machen ein neues Spiel. Ich kenne das Spiel übrigens schon, also das ist nichts Neues für mich. Ihr seht hier, schon ein bisschen was gespielt. 8 Stunden, 9 Stunden, 3 Stunden. Wir überschreiben mal hier den Spielstand. Hier können wir uns Magierklassen aussuchen. Ich wollte mal diese probieren. Und dazu den Kleriker, den ich noch nie genommen habe und der optisch halt einfach auch mit dem Vorspann so gerät. Ich erkläre jetzt die Klassen gar nicht so großartig. Das ist ja. Das ist. Man kann sich hier denn unter den drei Magieklassen und den drei Kriegerklassen, sage ich jetzt mal, einen Spielstil zusammenstellen, was ich eigentlich ganz cool finde. Und wir gehen mal Stoff und da kommt, glaube ich, ein schöner Vorspann. Erstmal kommt ein Ladebildschirm. Und ich wollte eigentlich in dem Spiel tatsächlich ein bisschen über die beiden quatschen. Natürlich nur dumm herziehen über alle beide. Das haben sie nicht anders verdient. Nicht. Und ich habe eine Stunde Zeit. Da kann ich ziemlich viel Müll reden, Leute. Das Spiel wird aber selber auch nicht zu kurz kommen. Er schluckt Bierche. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf! Be your sledgehammer. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Donnerdrummel hat er vergessen.
Warte. Wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Jutach! Wir sind endlich da. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu ruhig. Selbst für ein Kloster. Warte. Lasst uns ein wenig mehr Licht riskieren. Übrigens, der macht von euch, ich brauche das Spiel. Mahlzeit, Kollege. Daneben würde ich sagen. Ja, das ist, gibt so ein kleines Tutorial. Interessiert mich aber gerade gar nicht so. Ich will mich erstmal ein bisschen nackig machen. Wir sind nämlich ein bisschen schwer. So, jetzt sind wir genau auf der Hälfte. Das müsste eigentlich klappen. Wieso habe ich denn so viel Waffen? Ach, ich habe ein paar Downloads. Genau. Das war's. Die bringen mir bloß einer nicht. Ihr seht, das geht extremst runter, weil ich diverse Anforderungen nicht habe. Obwohl, das könnte sogar funktionieren. So, also mal ein bisschen flotter mit unterwegs. Sieht ziemlich archaisch aus. Ich nehme das Ding jetzt mal, weil der Hammer ist mir ein bisschen zu träge. Muss ich tatsächlich gestehen. Was haben wir noch? Heiltränke. Ja, das... Ah, der hat bloß einen Blockwiderstand von 80. Das finde ich ungeil. Aua. Sag mal, so Lachsoffen oder was? Was Starthilfe 1 freigeschaltet und 2. Das sind die DLCs. Ich habe ein paar DLCs auf dem Spiel drauf. Die waren tatsächlich zu dem Video, was ich für dieses Spiel schon mal gemacht habe, für den Zockergott, noch gar nicht drauf. Die habe ich mir nachträglich gekauft. Ich wusste aber gar nicht, dass die in jedem Spiel neu eingesetzt werden können. Das dürfte aber heißen, ich könnte eventuell bei der Charakterentwicklung Punkte reinsetzen. Nö. Kriege ich erst noch. Oder was? Oder wie? Hä? Moment mal. Konzentriere ich mich eigentlich viel zu sehr aufs Spiel, als wie ich es wollte. Ich wollte eigentlich viel, viel mehr mit euch über die beiden Let's Player quatschen. Die sieht ja mal nett aus. Bisschen archaisch, aber die sind eh sehr, sehr archaisch hier. Man hat hier irgendwie eher was von so einem Warhammer 40k Terminatoren Gedöns. Die Warhammer kennen, die wissen, was ich meine. Ist jetzt noch irgendwas Interessantes, was ich einsetzen kann? Ah, Attribut. Attributsplitter, die nehmen wir doch gleich mal. Zauberpunktsplitter, nehmen wir auch gleich mal. Das sind die Start-Items jetzt gerade gewesen. Und jetzt kann ich es einsetzen. Ihr seht, ich habe da unten jetzt auch einmal einen Zauberpunkt und zwei Attributspunkte. Das ist geil. Dann hauen wir doch mal ein bisschen was in Stärke rein, würde ich mal meinen. Und in Ausdauer. Zack. Und den Rest geben wir gleich mal für Zauber aus. Welcher ist mein... Ah, hier. Zack. Das wird das so easy peasy machen jetzt hier. Jop. Alles cool. Ich zeige euch den jetzt mal. Wir erschaffen hier nämlich jetzt so eine Art Ebenbild von uns, was die Gegner dann tatsächlich ablenkt und auf die. Die gehen dann auf das Ding los. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Aber wir müssen ja erstmal zu ihm hin. So. Sie ist verschlossen. Blödes. Kaslo,
Du verlierst immer noch Blut. Ach, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Es hilft mir nicht besonders, wenn du verblutest. Ich werde dir hoffentlich die Unannehmlichkeiten meines Todes ersparen. Schöner, dreckiger Sprachstil, wie ich finde. Wie finden wir Antanas, wenn wir es reingeschafft haben? Der Mann, den wir suchen, er will gefunden werden. Ich sehe nur Leichen. Keinen einzigen Überlebenden. Antanas würde sein Leben geben, um sein Volk zu schützen. Wenn er noch lebt, dann gibt es auch noch andere. Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzubekommen. Vielleicht einen Schalter? Oder einen Schlüssel? So. Okay, jetzt könnten wir weiter schreiten in dem Spiel. Da gibt's noch Schriftrollen. Das ist so ein bisschen wie Audiologs. Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch. Es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Drecksau. Der Speichel traf mein Auge. Es brannte. Und brennt sich immer weiter in mich hinein. Also eine sehr hübsche Optik und wie gesagt, sehr Diablo-lastig, wie ich finde, was so einfach so das Setting angeht. Und das macht halt aus. Okay, ich kann den 100% Schild nehmen, der echt klobig ist, aber ich glaube, ich bin noch schnell unterwegs. Ja. Und von dem Diablo-lastigen will ich dann auch gleich mal, wie gesagt, zu dem einen Let's Player kommen, der eine sehr, sehr interessante Entwicklung gemacht hat. Der hat vorher im Prinzip irgendwo auch schon Let's Plays gemacht. Aber eigentlich auch nicht. Der hat nämlich immer Dia-Shows gemacht. Das ist der Wimnir gewesen. Also, im Prinzip, wie ich finde, eine coole Idee. Der hat immer so hauptsächlich auf Skyrim bezogen, aber auch auf andere Spiele Dia-Shosen gemacht. Shows gemacht. Die dann halt einfach mal gezeigt haben, den Fortschritt des Spiels, den er gemacht hat, aber eben so in so einer Fotostrecke. Was irgendwie, was ich so in der Form nie mitgekriegt habe auf YouTube vorher, bis ich ihn kennengelernt habe, was jetzt nun auch schon, ne, gut 3 Jahre her ist. Sehr, sehr cool. Die 4 sind übrigens blind. Blöderweise nicht taub. Das war ein Backstab. Auch sehr archaisch, wie ich finde. Und der Mann, der Rimnir, hat sich mittlerweile ans, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, ans richtige Let's Play gewagt. Und macht jetzt tatsächlich ziemlich geile Let's Plays, gerade so im Adventure-Sektor. Hat momentan auch Diablo 3 am Wickel. Hack and Slay ist auch nicht das einzige. Torchlight spielt da auch noch. Alles Projekte bei ihm, wo ich ziemlich begeistert bin. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, er hat sich anfangs immer nicht so richtig getraut, halt einfach, weil man gedacht hat, er ist vom Sprachlichen halt einfach nicht so bewandert oder sowas. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Dass er sich halt verhaspelt und, pff, mein Gott, das mache ich immer noch. Ich habe da jetzt schon 3 Jahre Erfahrung drin, aber irgendwie, scheiß drauf. Gehört irgendwie so irgendwo zur Sympathie dazu, dass jemand halt nicht immer perfekt ist. Das ist ja auch langweilig, überlegt mal, jemand würde das ganz trocken durchkommentieren und sowas. Und nur überstylisch irgendwie. Nee, Leute, das ist Pillepalle. Das will kein Mensch sehen. Will keiner haben. Und der hat sich halt jetzt hauptsächlich Avengers verschrieben. Legt aber auch ganz gerne mal auch so Testspiele hin, wo er einfach mal eine gewisse Zeit ausprobiert. Und Spiele vorstellt. Was ich auch mag, ist ja im Prinzip das in ähnlicher Form hier, wie ich mit meinem ein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit hier reiß. So was ähnliches macht auch. Allerdings ein bisschen kürzer. Möchte ich meinen.
Den sneaken wir mal an hier. Verstehst du nicht, warum kenne ich die ganze Zeit mit einer Hand? Das ist der Quatsch. Den Schild habe ich ja eigentlich bloß aus Prinzip da. Mal sehen, ob ich den picksteppen kann. Jawohl, läuft. Sehr gut. Und ich find's faszinierend. Es ist in mir. Und es verändert mich. Mein Schädel. Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an. Eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach. Dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Boah, ist auch meine Aussage. Und was ich an Rimnir halt so faszinierend finde, ist einfach wirklich, wie man bei einem, ich sag mal, neuen Let's Player einfach mal die Fortschritte wirklich sehen kann. Wie er halt sich weiterentwickelt. Von Spiel zu Spiel, von Part zu Part. Das ist faszinierend. Ich weiß nicht, ob man an mir so eine Entwicklung irgendwie in irgendeiner Form ausmachen konnte. Wahrscheinlich so eine gewisse Sicherheit, vielleicht schon. Aber ich sag mal so, professionell ist ja immer noch was anderes als das, was ich hier betreibe. Definitiv. Das war jetzt auch nie irgendwie das Kernkonzept meines Kanals. Aber wie gesagt, beim Rimnir muss ich das mal wirklich lobend erwähnen. Ich nehme doch mal den Schild. Bei dem ein bisschen flotter unterwegs. Vielleicht kann ich dann auch noch die Handschuhe anziehen. Den Kleriker könnte ich. Oder vielleicht sogar einen Helm aufsetzen. Jetzt sind wir zu schwer. Das passt. Jawohl. Alles cool. Läuft. Nee, und ich will ihn da einfach mal für loben. Ich werde natürlich die beiden Kanäle, die ich hier belaber, auch definitiv unten im Video verlinken. Unter dem Video, nicht unten im Video, sondern unter dem Video. Damit ihr euch das mal anschauen könnt. Jetzt kommen wir aber erstmal, weil ich schon die ganze Zeit über Rimnir laber, auch mal zu dem anderen Let's Player. Und zwar ist das ja der Nagelfar. Nagelfar ist eigentlich ein alter Hase, was Let's Plays angeht. Absolut. Der hat das schon im Blut drin und das merkt man ihm auch an seinem derzeitigen Projekt, wo er mit zurückgekehrt ist, mit The Search. Merkt man ihm das vom Kommentarstil an. Wobei er hat sich mit The Search echt einen ziemlichen Knaller ausgesucht, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Also es geht halt in dieselbe Kerbe wie das Spiel hier. Ist übrigens auch vom selben Entwickler. Lord of the Fallen ist im Prinzip so ein inoffizieller, gameplay-technisch zumindest, Vorläufer von The Search. Man merkt auch, hier war so irgendwo ein bisschen Blaupause. Das kann man auch eiskalt noch als Demons oder Dark Souls Klon abtun, hier ganz gerne. Wobei ich glaube, Deck 13 damit, die Firma, die das Spiel rausbringt, auch echt kein Problem mit hat. Aber mit The Search sind sie da echt schon einfach mal breiten sich in Richtung weiter, würde ich mal sagen. Ich flehe dich an, gib Acht. Etwas Böses. Boah, diese Zeitlupeneffekte sind schon nicht schlecht. Du kannst jederzeit hier im Kloster Zuflucht suchen, was auch immer. Jetzt kommt ein dickerer, da will ich doch ein bisschen mal mit dem Schild arbeiten. Das ist tatsächlich ein Portal, das kann ich erst öffnen, wenn ich den Boss gestreckt habe da nieder. Aber es läuft eigentlich gar nicht mal schlecht. Wir haben hier in dem Spiel, ähnlich wie in The Search, was der Nagelfar, wie gesagt, gerade betreibt als Let's Play, so ein System, je mehr Gegner wir töten, desto höher wird so ein gewisser Prozentsatz an, ich sag mal, Seelen, den wir hier anheimen können. Bei The Search ist es ja Schrott. Und ich habe gerade Kameraprobleme. So. Jetzt ist mir wieder wohler. Ich sehe nix. Ich sehe weder seine Anzeige noch meine Ausdauer. Das war scheiße. Das war echt nie gut. Wie gesagt, das ist noch so irgendwo die Rohfassung von The Search. Bei The Search läuft das alles ein bisschen besser. Wobei, tatsächlich Kameraprobleme gibt es fast in jedem Souls-like-Spiel.
oder das Soulsborne-like-Spiel oder das Soulsborne-Spiel, wie man es auch immer nennen will. So. Wir haben den Schlüssel bekommen, den wir brauchen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Worauf wartest du? Öffne die Tür. Was ich übrigens faszinierend finde, der Nuggetfang kommt natürlich. Das kannst du bei so einem Souls-like-Spiel nicht vermeiden. Ganz gerne mal schon jetzt wieder in Rage-Modus rein, wo er für bekannt ist. Und der Lars hatte das mal erwähnt in dem Abschiedsvideo, was wir für einen Nuggetfang gedreht haben. Dass er selbst im absoluten Rage-Modus immer noch wirklich ziemlich geile Sprüche raushaut. Das ist auch heute noch so. Wenn er alleine schon seinen Mitbewohner, den ich mal betitelt mit diversen Ausdrücken, und den versucht zurechtweisen, wobei ein Kater interessiert halt sowas ein Scheißrick, dann hab ich schon so ein bisschen Pipi in die Augen. Also vor Lachen. Jetzt habe ich mal wieder eine Kippe in der Schnauze und ich gehe mit Kippe natürlich. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hier, zum ersten Boss. Das hilft dir sicher weiter. Oh, wir haben 5 Tränke jetzt. Das ist geilo. Und wir stellen uns jetzt tatsächlich dem ersten Boss. Ich will aber trotzdem vorher mal nochmal die Ausrüstung checken. Die Sachen sind eigentlich besser tatsächlich, was so psychischen Schaden angeht, physischen Schaden angeht, psychischen Schaden. Ja, nee, ist klar. Ich wieder, ne? Das Problem ist bloß, ihr seht zum Teil auch, Angriffsgeschwindigkeit ist halt echt bei den Hämmern so dermaßen langsam, wobei das Ding ist ja nur langsamer. Die Dolche sind fatal schnell. Wisst ihr was, ich probiere mal so einen Hammer aus. Das mache ich jetzt mal. Mal auch nochmal Aua. Ich habe keine Ahnung, was der reißt. Ich kann mir das Moveset mal nochmal angucken, bevor ich zum Boss gehe. Oh, ist der lahm. Oh, scheiße, ist der langsam. Allerdings macht er niedliche kleine Erdbeben. Wir haben ja noch Aufschrei. Der scheint ein bisschen kleiner zu sein. Vielleicht ist er fixer. Nein, ist er nicht. Und braucht der viel Energie. Oh, da unten Ausdauerleiste, ihr seht. Auch wie bei Souls. Wenn wir zum Beispiel die Deckung noch aufrechterhalten, dann steigt das auch langsamer. Nee, also. Nee. Auch wenn offiziell das Schwert drin steht, dann langsamer ist. Ich nehme das Ding. Nee. Genau, treten können wir auch. Das ist mir lieber. Leute. So, heißt Boss klatschen. Es wäre jetzt peinlich, wenn ich ihn nicht im First Try schaffe. Bei denen habe ich so häufig gelegt, glaube ich, wie keinen anderen Gegner in einem Souls-Spiel. Habe ich auch recht souverän geschafft, tatsächlich den zu plätten. In dem Video, was ich für... Cooler Helm übrigens. Für das Zockergott-Video gemacht habe. Die Inszenierung von dem Spiel ist so ein Brett. Na du dicker Horst! Das schwert mich an. Ich hoffe, ich kann das dann mit meinen Anforderungen auch benutzen. Aua! Macht keinen Schaden, weil ich habe auch... erstens habe ich einen Block drin gehabt. Und zweitens... der Schildschlag haut uns wirklich bloß zurück. Autsch! Bisschen Panik habe ich jetzt doch vor dem, weil ich muss ja nicht kommentieren. Aua! Das hat allerdings Schaden gemacht. Ich bin schlurfen mal ein bisschen. Na Mensch! Ich vergesse mal. Seine rechte Seite ist eher die ich ein bisschen außen vor lassen sollte. Mann! Jetzt füllt's mit Ruf. Der hat mehrere Phasen. Ihr seht oben seine Lebensenergieanzeige.
super. Das war jetzt genau das Richtige. Oh, komm schon! Ey, mach mir keine Schande mehr. Ich bin auch ein Depp. Okay, jetzt kann man reinholzen. Okay, jetzt verliert er Rüstung und wird aber schneller dadurch. Lustig, ne? Und ich bin ein Depp, Leute. Ich hab meinen Zauber! Jetzt geht er nämlich auf den, wenn ich Glück hab. Jawohl. Weil er ist doof, ne? Das sind übrigens alle Gegner hier in dem Spiel. Jetzt weg, weil er verliert wieder Rüstung. Die schmeißen sich einfach vom Körper weg, ne? Der Kopf holt. Na komm, ich hab noch so einen Lockstoff. Na komm. Ein bisschen hinter den, dann ist er wieder doof. Rennt auf den zu, will den verhauen. Ist total bescheuert. Und ich kann wieder also nonchalant in den Rücken bülzen. Au. Aber ich hab's noch irgendwie im Griff. Jetzt ist er wieder auf den fixiert, wenn ich mich täusche. Ein bisschen bei seinen, ja, bei diesen Schlägen aufpassen. Ihr seht, die Mana-Leiste, die füllt sich langsam. Ich sag bewusst langsam, weil der Zauber ist unten rechts schon bereit, aber die Mana-Leiste noch nicht so wirklich. Ich hätte ganz gerne wieder, dass du mal wieder in die Erde reinhaust, mein Freund. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Jetzt wird er assi. Jetzt wird er richtig assi. Aua. Erinnert er mich so ein bisschen an den Dancer aus Dark Souls 3. Scheiße, nicht genug Mana. Oh, du Pimmelkopf. Das war doof. Ja. Ja, der letzte Schlag, ne? Der typische letzte Schlag. Mist. Ich nehme lieber ein. Jetzt wird er wieder fuchtig. Au, der saß. Ich sag nur, der ist wieder Dancer, aber jetzt haben wir ihn nochmal ein bisschen kastriert. Alles cool. Jetzt kriegen wir hier so einen netten Highlander-Effekt, den ich sehr geil finde. Ich brauche einen Schluck Bier. Und ich muss Nagefahr mal in solchen Spielen absolut recht geben. Es gibt kein Gefühl über dieses in Videospielen einen Sieg über einen Boss auf eine reguläre Square and Fair Weise gelegt zu haben. Der Herrscher, von denen Kaslo mir erzählt hat. Hammer. Einfach der Hammer. Und jetzt haben wir hier unser Level Up freigeschaltet. Charakterentwicklung, ganz genau. Wir können das Ding erstmal benutzen. Das heißt, unsere Heiltränke werden aufgefüllt. Und dann können wir ja in die Charaktererhöhung. Und ihr seht da jetzt unten Zauberpunkte, Attributpunkte. Mit dem rechten Trigger steigere ich die Attributpunkte und mit dem linken die Zauberpunkte. So. Cool. Alles geil. Ich möchte aber ein bisschen mehr Bams reinhauen. So, einen Zauber kann ich, glaube ich, auch ausrüsten mit 9. Rage. Prügel. Das bedeutet, ich verliere in dem Moment, wenn der Zauber aktiv ist, keinerlei Ausdauer. Das ist eigentlich so über der Zauber. Der ist wirklich richtig, richtig bitter. Da geht's ab wie Schnitzel. Und wir haben ja eine neue Waffe bekommen. Die dürfte relativ weit oben sein. Da ist Nee, ist sie gar nicht. Beständigkeit. Warum kann ich die nicht führen? Was fehlt mir denn? Mir fehlt Stärke. Alles klar. Oh, bisschen was. Vier Stufen fehlen mir. Aber nicht weiter wild. Ich komme auch mit der Schlachthacke hier ganz gut zurecht. Übrigens, ey, unser Harkan, oder wie der hier heißt. Harkan, Haken, keine Ahnung. Der ist hart.
Guck mal. Brotz, brotz, brotz. Bei Dark Souls musst du solche Sachen noch umrollen, also sowas machen. Er rennt halt durch Kirchenbänke aus Eichenholz einfach mal durch. Sogar in längst, ne? Der Mann ist die Härte schlechthin. Ihr seht jetzt hier gerade, ich spiele ja die Xbox One Version. Das sind nur 30 Frames. Das merkt man ganz gewaltig. Das ist tatsächlich auf dem PC ein bisschen angenehmer. Aber dafür sieht das Spiel halt grandios aus. Und das Kampfsystem ist super. Jetzt nochmal zu meinen beiden Kollegen. Ich sag jetzt bewusst Kollegen, weil ich habe mit beiden auch schon mal aufgenommen. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde auch die Projekte, die ich mit den beiden hatte, mal locker flockig unten in die Projektbeschreibung machen. Das ist nämlich für jeden ein Projekt. Beim Nagelfass ist es ein bisschen was Kürzeres. Da habe ich nämlich bloß einen Indie-Titel mit ihm durchgespielt, was aber auch sehr Adventure-mäßig und ziemlich cool ist. Olaf and the Flute hieß das. Nee, warte mal. Ein Typ mit einem Instrument. Scheiß drauf. Ist auf jeden Fall Olaf. Leute, ich habe Stärkeanforderungen erhöht. Vielleicht kann ich jetzt doch den 100% Schild nutzen. Das gucke ich doch nochmal. Nö. Außer natürlich lege ich den Helm ab. Dann sehen wir unseren Skinhead hier mal in voller Pracht. Übrigens, die Tattoos in seinem Gesicht haben echt eine Bedeutung. Das macht das Spiel nämlich absolut richtig gegenüber der Souls-Serie, der Dark Souls-Serie. Es ist kryptisch wie Hulle. Das ist ja bei Dark Souls, Demon's Souls und so. Ah, wir haben die Kriegerrüstung. Das ist relativ cool. Wir kriegen die Rüstungsset von den drei Anfangscharakteren, nämlich relativ früh im Spiel. Bald nachdem der Gott verbannt wurde, trennten sehr geil. Sich die drei Männer. Und ich mache mir übrigens mittlerweile das zweite Bier auf. Waren für immer. Mit Ausnahme ihres gemeinsamen Zieles waren sie auf jede nur mögliche Weise unterschiedlich. Drei Statuen wurden auf dem Platz der Richter für sie erbaut, um ihre grundverschiedenen Wege darzustellen. Diese Statuen bewahren Geheimnisse, als wären sie ihre Herzen. Doch sie sind im Stein verborgen. Nur ein Splitter der Helden könnte ein solches Herz zum Schlagen bringen. Und nur eine unirdische Kraft könnte es herausreißen. Gehört, ich habe mir schon wieder eine Kippe. Übrigens, finde Laszlo, finde ich irgendwie. Übrigens, wenn Sie es aussprechen, das Kaslo, das ist ein sehr, sehr stummes K. Das hört sich halt wirklich ein bisschen wie Laszlo an. Ist nicht böse gemeint, absolut nicht. Au. Ich muss eine Kleinigkeit holen, dann wird es kurzzeitig nochmal interessant. Die Jungs mag ich nicht so, also gerade am Anfang, also später mähe ich durch die auch durch Butter. Aber jetzt sind die noch tatsächlich so eine ziemliche Herausforderung. Okay, wenn ich einen Crit hinkriege, nicht. Auch hier ist es so, wenn man stirbt, kommen alle Monster wieder zurück. Lustig, ne? Streit, Axt des Marodeurs, keine schlechte Waffe. Hier gibt es einen kleinen Trick. Hier ist ein Gegenstand, der ist sehr, sehr wichtig. Den brauchen wir nämlich im alten Gebiet. Ja, ja. Den brauchen wir. Ich bin hier aber noch nicht ganz fertig. Nee. Jetzt habe ich mich verkekst, Leute. Da in die Holztüren wollte ich nämlich rein. Da gibt es nämlich auch nochmal ein interessantes Areal, wo man allerdings noch nicht am Anfang so weit fortschreiten sollte. Zumindest gesteckert, gut. Na, hau ruhig. Ich habe auch eine Pieks-Attacke, auch wenn das Schwert nicht danach aussieht, als ob man den sonderlichen pieksen könnte. Ist der jetzt anvisiert oder nicht? Jo, ist er. Husela! Aufs Maul! So. Also wie gesagt, ich habe mit beiden Kollegen schon Projekte jeweils eins aufgenommen. Es würde mich natürlich freuen, das auch weiterhin zu tun. Also gerade was den Rimnir angeht,
ist mir so Zeug wie das schwarze Auge und Point-and-Click und so Zeug liegt mir da sehr, sehr am Herzen. Wir kommen gegen diese Streitkräfte nicht mehr viel länger an. Wir müssen ein Versteck finden. Einen Ort hinter Mauern mit Soldaten. Mächtiger Antanas. Wir werden uns auf den Weg machen. Bitte bereitet euch auf einige Dutzend Flüchtlinge vor. Mir fällt gerade was ein. Ich habe doch die Kriegerausrüstung bekommen. Schade. Der Kriegerschild ist nicht dabei. Apropos Schild. Brauche ich jetzt gerade mal. Geronimo! Ja, scheinbare Wende ist old school. Das ist so 2009 Demon's Souls, ne? Wir rennen sie hier ein. Und hier, kleine Warnung für die Leute, die es erstmal spielen, geht nicht weiter. Es hat keinen Sinn. Die Spinne schafft ihr aber bei mich. Die vergiftet euch und ihr sterbt schneller, als wie ihr sterben sagen könnt. Die kommt euch aber zum Glück nicht allzu weit nach. Mönchstab. Der ist nicht schlecht. Eine sehr schnelle zweihändige Waffe. Kann sein, dass ich den sogar ganz gut führen kann. Ihr seht. Schaden geht sogar hoch. Die dürfte auch relativ fix sein. Angriffsgeschwindigkeit 120%. Jawohl. Nehmen wir doch mal. Sehr lustiges Ding. Und hey, mit dem Ding kannst du tanzen. Richtig, richtig Hammer. Ich habe jetzt übrigens mal den Zauber auf Rage umgestellt, auf Rage. Also auf Wut. Bin jetzt auch leichter unterwegs, oder? Ist das ein Unterschied? Das wird mich immer interessieren. Nein, Waffen. Oder ist das schwerer? Ne, der Stab ist ein bisschen schwerer, aber ich bin aber trotzdem noch in der Leichtigkeit des Seins einer schnellen Rolle da. Gott, jetzt wäre ich gerade ein bisschen philosophisch. Viel zu philosophisch für so ein Spiel. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich lade mal kurz meine, wenn es auch nicht allzu viel waren, Seelen, ja. Ja, doch, war schon fast wieder ein Level-Up. Habe ich nichts dagegen. Heilung machen wir auch voll. Wenn wir das Ding benutzen, von wegen Heilung voll machen oder Charakterwerte steigern, kommen die Gegner nicht wieder. Die Gegner kommen bei einem Ladescreen, das heißt beim Gebietswechsel wieder. Und ihr seht, die sind hier immer noch alle tot. Und wenn wir halt sterben. Also, ist da nicht ganz so drastisch wie die Souls-Serie. Und ich bin jetzt hier locker flockig runtergefallen. Ist nicht so, als ob ich den Sprung nicht schon ein paar hundert Mal gemacht hätte. Jetzt hat es wieder geklappt. Weil wir haben ja eben einen Schlüssel bekommen. Der passt zu einer Tür, die wir hier haben, wo wir vorher noch nicht rein konnten. Aber auch da muss ich jetzt hier einen kleinen Jump hinlegen. Jawohl. Jui. Wobei es kann auch tatsächlich sein, dass ich hier noch was Unangenehmes ist. Nee, gar nicht mal. Was habe ich bekommen? Splitter der Helm. Questgegenstand. Keine Ahnung, wozu das Ding gut ist, aber wir können ja mal reingucken. Wird ja alles erklärt. Auch hier wird viel mit Gegenstandsbeschreibungen und sowas gearbeitet. Splitter der Helden damals. Was auch immer es nicht sein mag, kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Eine davon hängt mit einer alten Legende zusammen, demzufolge drei Heldenstein. Alles klar. Das ist so ein Reskilling-Gegenstand. Das heißt, wir werden einen Ort betreten, später noch. Das ist beim zweiten Boss. Oder nachdem wir den gekillt haben, da können wir den dann einsetzen. Und wenn wir mit unserer Charakterentwicklung nicht zufrieden sind, können wir das Ding einsetzen. Lass mich hier mal runterfallen, es gibt diese Fallschaden. Aber der Weg andersrum ist, hätte mich vor Fallschaden wahrscheinlich auch nicht bewahrt. Gut, ich werde aber trotzdem das hier nochmal nutzen. Ich glaube, einmal geht noch. Das baut eine, braucht eine Weile, bis das sich regeneriert. Und dann kann man da immer wieder sich sein Zeug holen. Die Tränke auffüllen, Lebensenergie auffüllen. Wie man es so gewöhnt ist, ne? Also im Prinzip so ein bisschen das Bonfire and Souls. Oder die Medi-Station. Allerdings, na sag schon. War kein Hänger, Leute. Bei The Surge. Meine Hänger habe ich öfter.
Was genau waren die Herrscher? Sie besaßen Macht jenseits unseres Verständnisses. Sie kämpften erbittert und folgten ihrem Gott blind. Wer auch immer versuchte, mit ihnen zu reden oder zu verhandeln, scheiterte. Die Herrscher kamen nicht, um zu reden. Sie kamen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, die Armee der Roga gegen die Menschen zu führen. So, blöde Situation. Hier haben wir es mit zwei Gegnern zu tun. Das ist immer ungeil. Mit ein bisschen Glück kann ich den einen wegstemmen und der andere wird dann erst wach. Jawoll! Das Ding hat so einen kleinen miesen in der. Das war gerade ein Backstep, Leute. Und ihr seht, oh, ich kann so oft mit dem Ding zuhauen. Also der Speer ist für den Anfang wirklich eine ziemlich gute Lösung. Der Kampfstab-Speer ist es nicht. Und wir haben die Schurkenausrüstung komplett. Machen wir mal ein bisschen die, wie heißt das? Fashion Souls. Die ist mit die leichteste, die gibt. Seid auch Anfangsrüstung. Aber da kann ich wahrscheinlich so ziemlich alles. Ihr habt gerade gesehen, das war gerade grün gebildet. Also wir haben noch eine leichtere Rolle, sogar wenn es sein muss. Und ich glaube, die können wir komplettieren. Und können dann immer noch super rollen. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich kann da, glaube ich, sogar einen schwereren Helm noch aufsetzen. Mal gucken. Jo! Jo! Das ist die sogenannte Mitroll, wie man es auf Darksholisch sagt. Also was ich auch nochmal zu meinen Let's Play-Kollegen sagen will, auch nochmal viele, viele Grüße hier an dieser Stelle an euch beide. Ihr seid wirklich Top-Kollegen, mit denen ich Spaß habe. Beim Zugucken, beim Kommentieren unter den Videos, da ist immer ein reger Austausch, das gefällt mir ganz gut. Und ich hoffe auch auf weitere Zusammenarbeit, was Projekte angeht. Ich habe zum Beispiel, muss ich mal sagen, sage ich jetzt mal auf diesem Wege frei raus, zum Beispiel vor, auch mal so mal wieder Podcasts zu machen. Das heißt, ich setze mich mit den Kollegen hin, also in dem Fall, weil sie halt doch ihre Spezialgebiete irgendwo haben, wobei der eine, da ist beides vertreten. Ich würde gerne einen Podcast machen, zum Beispiel über Adventures. Genau, drei Punkte fehlen. Erst einmal, würdet ihr mich verarschen? egal. Das wäre zum Beispiel, ich würde ganz gerne mal einen Podcast über eben dieser Point-and-Click-Adventures machen. Wollte ich immer schon machen. Und eben über solche Sachen wie die Souls-Spiele. Hey, geil, ne? Einfach der Hammer. Wisst ihr was? Den Punkt hole ich mir jetzt einfach mal, bevor ich mich mit den Gekröse da unten auseinandersetze. Für alle, die nicht wissen, was ein Podcast ist, Postkasten ist, da setzen sich zwei, / mehrere Leute einfach mal vor ihre Mikros und labern dummes Zeug über ein Thema, wo sie meinen, da haben sie Ahnung von. Also, das ist genauso richtig. Das ist ja so meinen, dass ich Ahnung davon habe, das habe ich. Ich könnte mal tatsächlich mal Zauber benutzen. Ach, übrigens, immer noch dasselbe Problem, so ein bisschen. Die Anvisierung ist nicht so ganz so hundertprozentig so gut, wie es bei den Souls-Spielen tatsächlich ist. Aber ihr seht, meine Ausdauer geht. Ja, jetzt geht sie wieder flöten, aber jetzt muss man einen Gegner da, das fühlt mich halt, als ob ich hier nach seinem Kreis umfällt. Juckt mich nicht. Podcast ist toll. Gerade so Spiele-Podcasts oder Themen-Podcasts in Bezug auf Spiele. Das mag ich. Ja, das war der Falsche. Ja, was heißt falsch? Ich habe Rage nicht angewendet gehabt. Nee, ich bin doch doof. Naja. Es hat trotzdem geklappt. Komm, voll gerade sagen, komme ich gerade an meinem eigenen Bild nicht vorbei. An meinem eigenen Ebenbild. Da oben dürfte jetzt keiner. Doch, da ist auch noch einer. Ja genau, schüttel dein Handgelenk aus, mein Freund. Ich glaube, ich nehme ein Gebet. Ich nehme hier weg, abklängt der Depp.
Jetzt kriegt er wieder einen richtig schönen fiesen Backstep. Also, der Backstep ist ja hier eigentlich trotzdem Frontstep, weil wir drehen ihn ja in der Bewegung und hauen ihm dann nochmal eine so dahin, wo es wehtut, so richtig die Weichteile. Naja, was soll's. Hey, helft mir! Achso! Helft mir bitte! Da hat er recht. Hier sind nämlich zwei Hebel. Das Tor. Ja, bin schon dabei. Hier sind zwei Hebels. Hebels, ja. Grammatik. For the win, Leute. Noch viel zu lernen, du hast, junger Padawan. Ja, ist langsam ein bisschen alter Padawan, aber ist egal. Schäme ihn hier drum. Ein Problem, was die beiden besprochenen Let's Player auch haben, sind jetzt auch nicht mehr die, so die, das jüngste Kaliber. Das ist nicht böse gemeint, sondern einfach nur so eine Feststellung. Hallo! Die Truhe hat sich echt gewehrt, ne? Also mal ohne Scheiß. Mal geguckt, wie viel Zeit ich noch hab. Jetzt werden wir übrigens sehr, sehr freundlich agieren, Leute. Ihr habt keine Ahnung. Helft mir! Bitte! Was ist mit deiner Hand passiert? Spinnengift! Es brennt, als hätte mich Adir selbst berührt. Du musst die Wunde aufschneiden und das Gift raushauen. Zu spät! Es hat sich schon ausgebreitet. Dann kannst du die Ausbreitung nur verhindern, wenn du das vergiftete Glied von deinem Körper abtreibst. Ihr wollt, dass ich mir den Arm abschlage? Ihr seid des Wahnsinns! Dann grüß die Richter von mir, wenn du vor sie trittst. Das kann ich nicht tun. Ihr müsst es tun. Jetzt hat er vor allen Dingen eine Axt in der Hand, die kriegen wir tatsächlich auch noch später. Und er will, dass wir ihm den Arm abhacken. Er wird einfach sterben. Übrigens, er hat einen Mörderpranken, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Das hat ja schon Right to Hell, Right to Bunyan Ausmaße. Da haben die auch so Mörderpranken. Na gut, auf deine Verantwortung. Mit diesem Dreherschwung ist es irgendwie... Warum finde ich das lustig? Ich wollte ja ihm nicht bloß die Antwort. Naja, gut. Aber ihr gehört nicht zum Orden. Wer seid ihr? Gezeichneter? Ein Geschenk des Gerichts. Als Erinnerung an meine Sünden. Bitte, ihr könnt die Axt jetzt herunternehmen. Meinst du? Willst du nicht noch ein Stück Fleisch verlieren? Ey, jetzt mal ohne Scheiß, der hat gesagt, die Hand abhacken. Aber das war so frei nach dem Motto, ey, pack mich nochmal an, ey, ich hack deine Hand ab, aber bis zur Schulter, ey. Na egal. Jetzt, such den Heiler. Du brauchst jemanden, der dich zusammenfleckt. Das ist jetzt Ironie ohne Ende. Nun, ich bin der Heiler unter den Mönchen. Und, ja, die Ironie der Lage ist mir bewusst. Dann hast du auch Heilmittel. Ja, hab ich. Sie sind im Laboratorium. Aber dort wimmelt es von Roga-Bestien. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Na okay. Komm, wir sind mal ein bisschen herzlich. Ja, nimm das. Hau dir das Zeug Neikeule. Wie ich immer auch gleich noch ein Schluck Bier. So, sagt er uns noch was? Danke. Falls wir es tatsächlich beide in die Zitadelle schaffen, werden sich unsere Wege nochmals kreuzen. So, wir gehen mal hier runter. Hier haben wir eine kleine Variante der Spinnen, die wir schon gesehen hatten, wo ich gesagt habe, lieber nie anpacken. Diese Scheiße. Die mal stunk. Und ich habe was ganz Wichtiges vergessen, Leute. Im vorderen Bereich, ich habe doch gesagt, ich habe den Boss besiegt und da kann man dann immer so diese, so eine komischen Portale öffnen. Mann, bin ich ein Depp. Egal. Es läuft einfach gerade zu gut, deswegen mache ich mir da gerade gar keine Gedanken. Okay, das da ist verbunden mit dem anderen Tor im Prinzip auch. Wenn wir unten lang gehen, dann können wir dann das Tor von der anderen Seite aufmachen. Das ist irgendwie allzu lang und allzu schwer. Müssen wir gucken, dass den Hayopai da hier wegmacht. Hör mal einfach mal so hier. Zack, zack, zack. Viele haben angekreidet, dass denen das Spiel so träge vorkommt. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Ich finde, das
Also bis auf die 30 Frames Limitierung spielt sich das super flüssig. Also wirkliche Einschränkung hat's auch nicht. Das hier übrigens ist eine DLC-Geschichte. Ihr bleibt weg von mir! Tut mir nicht weh! Hab nicht vor, dir was zu tun. Ich danke euch. Doch habt Verständnis. Die Zeichen auf eurem Gesicht. Ihr jagt mir Angst ein. Hier sind überall Dämonen. Du solltest besser verschwinden, wenn du leben willst. Alle haben sich in der Zitadelle in Sicherheit gebracht. Antanas hat geschworen, dass er den Weg zum letzten Eingang markieren würde. Aber ich kann diese Zeichen nicht suchen, wenn überall diese Ungeheuer lauern. Ich sitze in der Falle. Wie ich übrigens finde, eine astreine deutsche Sprachausgabe, also auch so richtig schön rotzig, dreckig für dieses Setting passend. Natürlich kommt das nicht gegen das Berlinern an, was Jupp da bei The Search abliefert. Mal sehen, ob ich diese Zeichen finden kann. Hört mir genau zu. Mit diesem Objekt könnt ihr Antanas Zeichen entdecken. Soweit ich weiß, gibt es 3 davon. Bitte, findet sie. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr Antanas Zeichen für uns gefunden habt. Ja, ja. Wenn ihr mir helft, gebe ich euch im Gegenzug etwas, das euch sicher interessiert. Gut. Wie gesagt, ich habe eigentlich noch ein Bonusareal, was ich machen könnte. Also ich überlege jetzt gerade, will ich euch noch einen Boss zeigen oder nicht? Eigentlich ist Quatsch. Weil ich das Spiel auch eventuell noch Let's Play will und da will ich nicht gleich noch einen zweiten Boss zeigen. Ich meine, den ersten, den habt ihr eigentlich eh schon gesehen. Wo war jetzt der Gang hier runter? Nehmen wir doch den da. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich mache hier das Areal noch ein bisschen sauber. Weil das nicht allzu groß ist. So, ist ein kleiner, mieser Motherfucker, der liegt hier einfach am Boden rum. Ach, oh, die sind super. Okay, ein bisschen Ausdauer ist nicht doof. Ich glaube, der Honk ist aufgestanden wieder. Nee, ist er nicht. Weil hier kann es auch passieren, dass die sich wieder erheben, die Bastarde. Ist hier jemand? Sieht nicht so aus, aber heißt auch nichts, ne? Nee, ich gehe dann nochmal ins alte Areal und hole mir tatsächlich die Bonusgegenstände noch so zum Abschluss jetzt hier einfach mal dieses eine Stück. What? Zu lackgesoffen oder was? Penner. Na komm zu Fadi. Ich glaube, es hackt. So, da haben wir doch mal ebenso seine Deckung locker flockig durchbrochen. Hier kann man was einsetzen, glaube ich. Öffne die Truhe, indem du eine Rune platzierst. Ja, wir brauchen so bestimmte Runen, damit wir bestimmte Truhen öffnen können, aber die haben wir ja nun. Okay, also wir haben eine ziemlich fette Rüstung bekommen. Wir haben Attributsplitter bekommen und hier haben wir noch einen Gegner bekommen, den wir einfach mal wegmachen. Weil der hat einfach nichts mehr verloren. Dann gehe ich mal ganz kurz ins Menü Charakterentwicklung, weil wir haben ja was zum Aufleveln. Wir wollen Stärke erhöhen. Wir müssen auf 15 kommen, damit ich das blöde Flammenschwert von dem ersten Boss benutzen kann. Oder 14 war es zumindest. Ich bin mir gerade nicht sure, Leute. Hier sind wir hergekommen, ne? Ja, genau. Kann ich das Ding eigentlich auch machen? Ist das von der anderen Seite, oder was? Na, ich hack. Dann holen wir uns mal die Nachtwache. Wie konnten die Roger ins Innere der geheiligten Mauern der Abtei gelangen? Sie sind aus dem Nichts erschienen. Auf dem Friedhof wimmelt es von ihnen. Ich muss die anderen warnen. Habe ich da sonst noch irgendwas Interessantes bekommen? Heiltrank, magnetische Attributen, ja. Geisterruf ist interessant. Da ist es, wenn wir gestorben sind und haben unsere Seelen verloren, können wir durch die Anwendung von diesen Dingern die Seelen direkt in uns wieder ein bisschen... Also wir kriegen sie einfach wieder. Wir brauchen nicht hinfinden. Ist natürlich, wenn man jede Menge Seelen oder wenn man einen Boss gelegt hat und kurz danach stirbt, oder was sehr sinnvoll. Macht aber tatsächlich so ein bisschen das Souls-Gameplay, ich werde nicht sagen obsolet, aber das macht das Spiel schon um einiges leichter. Schönen guten Tag. Sie haben ein hässliches Arschloch bestellt. Hier ist es.
Ihr seht die Ausdauer, die geht nicht runter. Klar, ich kriege immer noch auf den Kopf, wenn ich Treffer kassiere, aber die Ausdauer geht einfach nicht runter. Er ist jetzt schon vorbei. Also der Effekt ist am Anfang sehr kurz. Aber wenn man das skillt, Leute, dann ist man richtig King of the Hill hier. Und hier kann ich ja auch. Dann kann ich den Shortcut machen. Da sind wir im Prinzip da, wo ich jetzt eben gerade war. Yippie! Und ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit. Ich will mir jetzt die Extrawaffe noch holen. Übrigens habe ich gerade irgendwie tierischen Spaß, diesen Kleriker weiter zu spielen. Ich meine, ich hatte vorher schon 3 Spielstände. Macht das Sinn? Nein. Macht da irgendwas Sinn, was ich hier mache? Nein. Egal. Der Rauch. So. Weil ich will euch noch zeigen, was man eben mit diesen irgendwie Boss-Seelen anfangen kann. Das will ich euch schon noch zeigen. Der Witz ist, jetzt dann tatsächlich. Jo. Jo. Okay. 2 Level. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das für das Schwert reicht. Wir werden es gleich wissen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich glaube blind. Beständigkeit war es. Genau. Eigentlich Stärkeanforderung 15. Na gut. Dann reicht es noch nicht ganz. Nein. Du sollst doch mal auf Waffen bleiben, verdammt. Schlechter, das ist die Axt. Ach, die haben wir auch bekommen. Die nehme ich doch mal einfach so zum. Mal gucken, ne? Weil die ist auch nicht schlecht. Auch von der Geschwindigkeit her. Die haben wir tatsächlich bekommen, wo wir den Mönchen Arm abgehackt haben. Wo auch immer die eigentlich herkam. Ist ein bisschen unlogisch. Aber für hundertprozentige Logik ist ja jetzt zum Beispiel die Soul-Serie auch nicht bekannt. Ist sehr, sehr durchdacht, aber manchmal hapert es da halt trotzdem auch ein bisschen dran. So, ich werde jetzt ein bisschen durch das Gebiet durchraschen, weil hier zum Beispiel sind 2 Jungs, die lasse ich einfach mal da, wo sie sind. Die lasse ich auch da, aber hier müssen dicker sein. Sei doch. Okay, da war ein dicker, wenn ich Glück habe. Das war ein Lucky Shot, Leute. Also ohne Scheiß. Da sei nichts dagegen. Ihr wisst, ich bin ehrlich, wenn ich irgendwie so... Oh, er haut schon gut rein, die Hacke. Ja, ist ein nettes Teil. Gut. Dann kommen wir aber dadurch relativ schnell in den Bereich, wo ich hin will. Dann kann ich pünktlich Feierabend machen, das ist auch gut. Den Boss will ich euch nicht aus Gnatz, sondern einfach wirklich vorenthalten, weil das hat einfach. Ach ja, stimmt, wir haben uns noch 4 Tränke, wir haben einen abgegeben. Na, das ist ja doof, ne? Ich speichere immer die Seelen. Auch wenn der Kombozähler dann sagt. Wie soll ich es ausdrücken? Kombozähler sagt nein. Der dadurch nicht mehr hochgeht. Läuft. Ein bisschen mehr als eine Stunde wird es werden, auf jeden Fall, das Video. Ach komm, Spinner. Rotz. Alter! Das war nur der Vertical Heap. Vertical Heap, das war wieder Denglisch. Vom Feinsten, Leute. Ah, das ist so. Ersten harten und dann, ja, genau, reingehen. Ja, ne. Der Links-Rechts-Kombo haut bei dem Spiel ganz gut hin. Will ich jetzt einfach mal sagen. Und. Owe Schnauze! So. Jetzt sind wir hier in dem Bereich, da kann ich mir meine Belohnung abholen. Aber erst gebe ich ihm hier noch welche mit. So. Übrigens, wenn ich erst den schwachen und dann den starken Schlag nehme, dann geht's schneller. Und jetzt kommen wir in so einen Bereich, wie gesagt. Das habe ich bekommen vom Boss. Vom ersten. Hätte ich mir eigentlich von Anfang an holen können. Und ihr seht, wir sind hier in so einer Zwischenwelt.
wo es auch mal echt abgehen kann. Hier sind zum Teil auch Gegner in dem Bereich allerdings noch nicht. Darf ich natürlich looten. Nehm mal. Komm mal. Ja, toll. Einen Ring und noch eine leere Flasche. Die sich allerdings erst auffüllt, wenn wir wieder dieses Symbol benutzen. Ein Gasserhofsplitter und Bollwerk ist ein Drachenschild. Okay. Und der letzte. Alles cool. Ich würde aber trotzdem sagen, auch wenn wir jetzt hier in der Anderswelt sind und unser archaischer Charakter da so steht, nochmal liebe Grüße an die beiden Let's Player, die ich hier die ganze Zeit verholepiebelt habe. Anders kann man es ja nicht sagen. Also wenn ich das mache, ist das Verholepiebelung. Punkt. Und sage an dieser Stelle, Grüße gehen raus an euch beide, an meine Zuschauer natürlich auch. Und das soll es für Lord of the Fallen gewesen sein. Was übrigens für Dark Souls Nachfolgeprojekt sein könnte, wenn ihr da Bock drauf habt. Also kommen würde es irgendwann mal, so oder so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, hier an diesem Spielstand weiterzumachen. Und sage an dieser Stelle, haut rein, bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, ein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit. Aber dann nicht mehr in der Special-Version und wahrscheinlich eher wieder ein Spiel, was ich nicht kennen sollte. Haut rein, bis dann, ciao.